Moin Sportfreunde, euer Goeerki am Start. Wenn ich hier so im Fitnessstudio bin, ein bisschen rumlaufe, sehe ich Leute, die machen Übungen, wo ich schon Schmerzen beim Zusehen bekomme. Und ich kriege immer diese Klagen, meine Schulter tut weh, was kann ich machen, dauerhaft ist irgendwas entzündet. Und es ist kein Wunder, denn es gibt auch 4 Übungen vor allem, ja, die immer noch alle machen, wo ich mir denke, ach du Scheiße, lass diese 4 Übungen weg, die zerstören deine Schulter dauerhaft extrem. Kurz vorweg, bevor ich euch diese 4 Übungen zeige, müsst ihr eine Sache verstehen. Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des Körpers. Ja, wenn es gesund ist, bis zu 360 Grad. Ja, kannst du hier so drehen, bei den meisten funktioniert schon nicht mehr. Ne? Und das Problem beim Schultergelenk einfach ist, es ist ein Kugelgelenk, aber knöchern sehr, sehr wenig geschützt. Ja? Das heißt, es ist extrem instabil und anfällig. Deswegen habt ihr da auch immer Schmerzen. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass wir A, bei den Übungen aufpassen, aber auch muskulär dieses Schultergelenk schützen, indem wir zum Beispiel Rotatorenmanschette trainieren. Dazu kommen wir gleich noch kurz. Und das ist einfach so eine Info vorweg. Ja? Wenn ihr schon scheiße trainiert, solltet ihr wissen, dass ihr was ganz Instabiles belastet, was dann so schnell kaputt geht, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Jo, kommen wir mal zur ersten Übung, und zwar das aufrechte Rudern. Das ist wirklich eine Übung, die ich hier, aber auch in allen Fitnessstudios immer noch verfolge und denke, Alter, auch mit wenig Gewicht tut der schon weh, weil es einfach so eine unnatürliche Haltung ist, wenn wir mit den Ellbogen in diese Internal Rotation gehen. Ja? Das ist quasi diese Einwärtsbewegung der Arme, wo wir einfach eine extreme, ja, sag ich mal, unnatürliche Position des Ellenbogengelenks, der Schulter eingehen. Dazu kommt noch das Handgelenk, was extrem belastet wird hier. Und in dieser Ausgangsposition, die ich euch hier mal zeige, haben wir einfach das Problem, dass ein Teil der Rotatorenmanschette, die gerade durch das Schultergelenk läuft, der Supraspinatus, extrem unter einer Reibung ausgesetzt ist. Ja? Also genau dieser Teil der Muskulatur oben ist extrem in dieser Gelenkfange und im Schulterdach drin und wird durch diese extreme, eklige, instabile Position gerieben. Ja, das heißt, bei jeder Bewegung wird dieser Supraspinatus richtig gereizt und geekelt, und dann müsst ihr euch gar nicht wundern, wenn irgendwann mal ein Impingement entsteht, eine krasse Entzündung dieses Supraspinatus, also dass quasi die Rotatoren kaputt gehen und ihr dauerhaft Probleme habt, weil ihr einfach diese Scheißübung macht. Ja? Deswegen lasst bitte dieses aufrechte Rudern weg, es hilft niemandem was. Ja? Was wollen wir überhaupt damit erreichen? Das aufrechte Rudern soll eigentlich den Trapez hinten trainieren und die hintere Schulter. Und wieso machen wir dann nicht einfach bessere Übungen? Ja? Ich habe eine Alternative für euch, für das aufrechte Rudern. Werft es sofort raus, macht es nie wieder, lasst es bitte sein, auch das Handgelenk, nicht nur die Schulter, auch das Handgelenk geht dabei kaputt. Und macht bitte eine Sache, ihr könnt Shrugs machen, ja? Shrugs mit der Langhantel, einfach quasi so eine Art Nacken ziehen, mit der Langhantel oder mit der Kurzhantel, um vor allem den Trapez zu treffen, also ein Teil, den wir halt beim aufrechten Rudern treffen würden. Und halt für die hintere Schulter, ja, für die hintere Schulter könnt ihr Reverse Flies machen, beziehungsweise was ich ganz geil finde für die hintere Schulter, wo ich es am meisten spüre, ist quasi ein Rudern am Kabel mit der Latzugstange, mit Ellenbogen hoch, wo ich halt perfekt die hintere Schulter treffe. Deswegen werft das aufrechte Rudern verdammt nochmal aus eurem Trainingsplan raus. Das hat da nichts zu suchen, ihr macht euch alles kaputt, und macht diese Alternativen, um die Muskeln tatsächlich sogar noch besser zu spüren und zu treffen. Zweite Übung, Schulter drücken, Overhead drücken aus dem Nacken. Ja, hier gegenteilig zu Internal Rotation eine extreme External Rotation. Das heißt, die Armposition auch wieder im oberen Anschlag. Das heißt, durch diese Armposition hier, indem wir aus dem Nacken drücken, entsteht eine extreme instabile Position des Schultergelenks. Und dann knallen wir natürlich auch noch das Gewicht drauf. Das heißt, es ist eine wirklich wieder sehr unnatürliche Position, aus der wir drücken. Daraus resultiert, dass wir auch gar nicht mit einem ordentlichen Gewicht drücken können. Ja, wir können ja hier beim Schulterdrücken aus dem Nacken gar nicht ordentlich drauflegen, wenn wir das stehend machen, weil einfach eine extreme Instabilität zustande kommt. Zudem ist natürlich auch noch, wir müssen Platz schaffen, weil wir keine Mobilität haben. Bei den meisten Leuten fehlt einfach auch die Mobilität, diese Übung auszuführen. Dadurch wandert dann der Kopf nach vorne. Das heißt, es entstehen extreme Nackenverspannungen zusätzlich. Und dementsprechend lasst bitte dieses Schulterdrücken, Overhead-Drücken aus dem Nacken weg. Es hat einfach auch nichts in eurem Trainingsplan zu suchen. Vor allem, weil ihr auch hier nicht mit einer vernünftigen Last arbeiten könnt, um die Schulter richtig zu reizen. Dementsprechend alternativ natürlich hier von der Brust arbeiten, Ellenbogen rein, Schultergelenk nicht extrem belasten und mit einer vernünftigen Last, die ihr sonst aus dem Nacken nicht herbekommt, richtig rausdrücken, Overhead von der Brust, die viel bessere Alternative, wo ihr keine Probleme mit der Schulter bekommt. Übung Nummer 3, der Latzug in den Nacken. Auch hier wieder diese extreme Armposition der External Rotation. Natürlich hier mit dem Zug. Das Problem einfach bei der Position, es ist nicht nur die Belastung auf die Schulter, indem wir halt wieder in diese unnatürliche Position, in diese instabile Schulterposition ziehen, sondern auch, was wollen wir denn überhaupt trainieren? Wieso machen wir einen Latzug, liebe Sportsfreunde? Wieso machen wir das? Ja, natürlich, der Name sagt es, wir wollen den Latissimus trainieren. Und durch diese Position, indem wir einfach in den Nacken ziehen, treffen wir den Latissimus tatsächlich so gut wie gar nicht. Durch diese Ellenbogenposition können wir gar nicht richtig ranziehen zum Körper, um den Lat zu treffen. Das heißt, allein auch von der Range of Motion macht diese Übung in den Nacken ziehen beim Latzug einfach null Sinn, weil wir nicht das beanspruchen, was wir trainieren wollen bei dieser Übung. Ja, ich habe euch dazu auch nochmal, da gibt es sogar Studien, eine verlinkt in die Infobox, wo das nochmal ganz klar getestet und erklärt wird. Es macht einfach keinen Sinn, weil wir noch nicht mal eine vernünftige ROM reinkriegen und die Muskeln einfach nicht treffen mit dieser Übung, neben natürlich der Scheißbelastung für Schultergelenk. Dementsprechend Latzug auch zur Brust. Ja, wir können eine viel bessere ROM ausarbeiten, können viel besser trainieren, treffen die Muskeln besser, haben viel größeren Erfolg und zudem einfach mal gar keine Probleme im Schultergelenk. Okay, kommen wir zur letzten Übung. Das ist das Frontheben. Ob wir das mit Kurzhanteln, Hantelscheiben, Langhanteln machen, ist eine Scheißübung, sage ich ganz ehrlich. Nicht unbedingt, weil sie so krass verletzungsfördernd ist, sage ich mal, wie die anderen Übungen davor, aber wir haben einfach eine Übung, die komplett unnötig ist, weil wir die vordere Schulter, also den vorderen Delta-Bereich, wirklich in jeder Push-Bewegung, zum Beispiel hier beispielsweise beim Kurzhanteldrücken oder bei allen anderen Übungen mit drin haben. Ja? Und eine Sache haben wir sowieso schon, durch Alltagsbelastung, aber auch durch ein einseitiges Training, haben schon viele eine extreme Fehlhaltung. Das heißt, das Problem ist bei den meisten sowieso schon, dass die Schulter nach vorne hängt, dass wir nicht aufrecht gehen können, dass wir quasi nicht den Körper nicht öffnen können, nicht nach hinten kommen. Und dann machen viele noch das Frontheben komplett unnötig, einfach indem sie sich immer mehr in diese Fehlhaltung reintrainieren und zudem einfach auch dadurch, dass diese vordere Schulter schon bei allen drückenden Übungen mit drin ist, nochmal extrem auf die Schulter zusätzlich draufknallen. Das heißt, die Regeneration für die Schulter ist nicht mal gegeben, weil man immer noch ein höheres Volumen durch diese zusätzliche Übung fährt, die einfach komplett unnötig ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Deswegen lasst diese scheiß Frontheben weg. Es ist in den meisten Fällen einfach nur noch eine Überbelastung für die Schulter und wir trainieren immer mehr in diese Fehlhaltung und diese Fehlhaltung, die daraus resultiert, die hilft uns natürlich auch beim eigentlichen Training nicht, weil wenn wir dauerhaft in einer Fehlhaltung trainieren und nicht gerade oder aufrecht sind, entstehen dadurch natürlich noch viel mehr Verletzungen, die wir nicht gebrauchen können. Deswegen bitte auch das Frontheben für immer rauswerfen. So, liebe Sportsfreunde, ich bitte euch, bitte werft diese 4 Übungen für immer aus eurem Training raus. Es bringt euch nichts außer Verletzungen und meistens sogar einen schlechteren Reiz für den Muskelaufbau, weil es viel bessere Alternativen gibt. Also für immer aufrechtes Rudern raus, ja? Overhead Press aus dem Nacken raus, Latzug in den Nacken raus, Frontheben raus. So, wenn die Sachen weg sind, gibt es trotzdem immer noch Möglichkeiten in dem Bereich, und was ich schon meinte am Anfang, die Schulter, die instabile Schulter zu stärken. Ja, neben den richtigen Übungen ist es auch wichtig, dass man einfach die Rotatorenmanschette trainiert, weil genau das ist der Bereich, der hier Platz schafft und der für Stabilität sorgt, damit die Schulter dauerhaft ohne Probleme funktioniert. Ja? Die Rotatorenmanschette, die besteht aus 4 Bereichen, also aus 4 kleinen Muskeln. Der Supraspinatus, den hatte ich ja schon angesprochen, der sehr, sehr oft belastet wird, aber auch der Infraspinatus, das sind so die Sachen, die zum Beispiel zu einem Impingement-Syndrom führen, wenn sie halt einer Reibung ausgesetzt sind, und dementsprechend müssen wir die Rotatorenmanschette extrem trainieren. Dazu bitte Sachen machen wie Facepulse, Rotationsgeschichten, Warm-up-Geschichten, ja? Immer darauf achten, die Gelenke aktivieren, Kugelgelenk, vor allem drückenden Bewegungen aktivieren, Terraband. Macht solche Sachen, auch wenn sie nicht spektakulär und nicht geil sind und auch nicht für einen direkten optischen Muskelaufbau sorgen, ist es verdammt wichtig, diese Rotatorenmanschette zu trainieren, damit ihr diesen scheiß Schulterverletzungen vorbeugt. Das sage ich euch hier nicht nur als Typ, der Videos macht, sondern als Freund, weil ich will, dass ihr dauerhaft Sport gerne macht und einfach Spaß und Freude habt und gesund bleibt. Ja? Und dafür ist dieses Video verdammt wichtig. Sagt es euren Freunden, wenn ihr Leute seht, die diese Übung machen, sagt, hau ab, mach das nicht mehr, verpiss dich, mach was anderes. Ja? Ganz wichtig, diese Übung sollte keiner mehr machen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, euer Goeerki, ciao.